Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. SLS steht auf dem Pad und bisher ist alles auf Go für den Start am 29. August. Die ESA möchte mit wiederverwendbaren Raketen gigantische Solarkraftwerke im All bauen. Jeff Bezos lässt Raketenfangschiff, das er nach seiner Mutter benannt hat, abwracken. Und SpaceX sichert sich ersten kommerziellen Starship-Auftrag von größtem asiatischen Satellitenbetreiber. Ich bin der Mo von Senkrechtstarter. Diese Themen und mehr behandeln wir heute mit allen Hintergründen in den Raumfahrt-News. Eine ruhige Woche, aber einen Start hatten wir dann doch. SpaceX hat mit einer Falcon 9 von Florida aus eine weitere Ladung Starlink-Internet-Satelliten erfolgreich gestartet. Es war der 37. Start für SpaceX dieses Jahr und die 63. Landung eines Boosters am Stück. Das ist beides ein Rekord für SpaceX. Der Start war am Freitagabend um 21.21 Uhr MEST. Bevor wir zu den Raumfahrt-News kommen, falls dir das Video bis hierher schon gefallen hat, gerne für den Algorithmus ein Like da lassen und wenn du die spannenden Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Die große orangene Rakete steht wieder auf dem Pad. Das nächste Mal, wenn sie dann das Pad verlässt, hoffentlich mit viel Feuer und Rauch. Die aktuell größte einsatzbereite Rakete, die bis zum heutigen Tage schubstärkste Rakete aller Zeiten und mit den größten und stärksten Feststoffboostern, ja, da gibt es dann doch einige Superlative. Am Dienstag, den 16. August, zwei Tage früher als die NASA das ursprünglich eigentlich geplant hatte, hat sich der 111 Meter hohe mobile Startturm mit der SLS-Rakete in Bewegung gesetzt. Fun Fact, der Crawler ist der gleiche, der schon die Saturn V vom Apollo-Programm auf das Pad getragen hat. Keine 24 Stunden später stand alles dann auf der Startrampe 39B. Man kann es ja kaum glauben, aber we are going. Es ist endlich soweit. Sollte es weiter alles nach Plan laufen, wird das SLS am 29.08. um 14.33 Uhr MEST starten. Ich werde das auf jeden Fall streamen. Ort und Zeit sage ich euch aber noch in der nächsten Woche dann. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass ich heute nicht im Studio bin. Wir sind mit der ganzen Familie auf dem Weg in den Süden, daher auch die Woche keine Livestreams von mir. Und heute ja nur mit den News hier so eine Notausgabe von unterwegs. Ich hoffe, das ist okay. By the way, ich glaube, ich hatte noch nie so gutes Internet in einem Hotel, beziehungsweise noch nicht mal in Hamburg habe ich so gutes Internet wie hier. Und das mit einem Premium-Vertrag. Naja, gibt es eigentlich irgendeine Form von Infrastruktur, in der Deutschland Weltklasse ist? Mir fällt gerade irgendwie nichts ein. Egal, schreibt mir gerne unter dem Video, falls da was einfällt. Ich habe mir die Woche nochmal mein Video über das SLS angesehen. Das ist zwar schon 2 Jahre alt, aber eigentlich ziemlich gut zusammengefasst, wie die Rakete entstanden ist und wie sie funktioniert. Das verlinke ich dir hier. Witzigerweise ist das SLS-Video auch unterwegs entstanden. Ich glaube, der Mo, der klammert sich so ein bisschen an seine Community. Der kann die irgendwie nicht allein lassen. Apropos alleine lassen, Artemis 1 wird ziemlich einsam da draußen unterwegs sein. Es ist aktuell ja das einzige Deep Space-fähige Raumschiff, das Orion-Raumschiff. Und ja, das soll neben Flügen zum Mond auch mal später Missionen zu erdnahen Asteroiden und vielleicht dann in den 30ern Flüge zum Mars absolvieren. Apropos 30er Jahre, die ESA hat 2 Studien vorgestellt, die Solarenergiegewinnung ab den 2030ern im Weltraum auf ihre Wirtschaftlichkeit untersucht haben. Die britische Beratung Fraser Nash und die deutsche Roland Berger kamen jeweils zu dem Schluss, dass sich das über die Zeit rechnen könnte. Der Zeitpunkt ist natürlich gut gewählt, es ist ja bald ESA-Ministerratskonferenz und aktuell zeigt die deutsche Bundesregierung, glaube ich, noch nicht so wirklich Interesse an der Raumfahrt, was man bei den aktuellen Krisen vielleicht auch nachvollziehen kann. Mit dem Solaris getauften Projekt, übrigens ein guter Name, da gibt es auch einen Weltraumfilm-Klassiker mit dem Namen. Ja, da hätte man einen Verwendungszweck für eine noch zu entwickelnde europäische wiederverwendbare Trägerrakete, die man dann nutzen könnte, um große Mengen an Nutzlast in den Weltraum zu bringen. Es wurde die letzten 10 Jahre sowohl von der ESA als auch von Ariane Spass argumentiert, dass sich eine Wiederverwendung in Europa nicht lohnen würde, weil man nicht genügend zum Starten hätte. Ob das so stimmt, da bin ich ein bisschen skeptisch, aber ja, damit hätte man also im Prinzip was. Wie bei allen Weltraumthemen kann man auch da die China-Keule rausholen. Die sind da nämlich schon weiter. Ich hatte über ähnliche Pläne ja letztes Jahr schon berichtet, als die neuen Konzepte der Langmarsch 9 vorgestellt wurden. Auch China plant die Energiegewinnung im All. Hier hat man auch schon an der Umsetzung gearbeitet und auch in den USA arbeitet man an der Technologie. Chinesen und Amerikaner würde ich aber eher militärische Nutzung als CO2-Neutralität als Motivation unterstellen. Aber das ist nur meine unfundierte Meinung. Apropos Meinung, Solar und Raketen, da fällt einem doch Elon Musk ein. Ja, schon etwas her hat er sich ziemlich über die Idee lustig gemacht und es wortwörtlich als die dümmste Idee aller Zeiten bezeichnet. Hey, one of my pet peeves, space solar power. Okay, the stupidest thing ever.
Video, das verlinke ich dir hier. Jetzt hat sich auch Elon Musk schon des Öfteren geirrt, aber in den letzten Jahren würde ich sagen, ist die Raumfahrtbilanz von Elon Musk gar nicht so schlecht. Apropos Menschen mit zu viel Geld. Elon Musk ist ja nicht der einzige Milliardär, der Raumfahrt begeistert ist. Blue Origin, das Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos, wird sein 180 Meter langes Raketenlandeschiff verschrotten lassen. Lustigerweise in Brownsville, ganz in der Nähe der Starbase, Texas. Letztes Jahr noch groß in der Presse, weil Jeff Bezos dem Schiff bei einer Taufe mit Jacqueline den Namen seiner Mutter gegeben hatte. Jacqueline war vorher als Ro-Ro-Fähre für die Stena Line unterwegs. Auch wenn jetzt schon mehrere Millionen in den Umbau der Jacqueline geflossen sind, also in das Schiff, nicht die Mutter, hat sich das Ganze wohl nicht für Blue Origin gelohnt. Wie Blue Origin nun plant, seine wiederverwendbare Erststufe zu landen, ist, soweit ich weiß, nicht bekannt, aber laut einem Retweet von Eric Berger von Ars Technica soll wohl der gleiche Hersteller, der schon die Drone-Chips für SpaceX gebaut hat, jetzt auch für Blue Origin bauen. Ob das so die große Neuigkeit ist, das weiß ich jetzt nicht. So ein Ponton mit dynamischer Positionierung ist seit Jahrzehnten, würde ich sagen, Stand der Technik in der Offshore-Industrie. Was dann definitiv nicht Standard ist, das ist das Starship von SpaceX. Ich muss gestehen, ich habe die Entwicklung im Starship-Programm diese Woche nicht so wirklich durch die Reise verfolgen können, aber ein paar Neuigkeiten, die habe ich dann doch aufgeschnappt. Die relevanteste ist für mich, dass der japanische Satellitenbetreiber Sky Perfect GSAT als erster kommerzieller Kunde das Starship gebucht hat, um seine von Airbus gebauten Superbird 9 Satelliten zu befördern. Das finde ich schon beachtlich. Während die deutsche Presse ja immer noch Elon Musk und Raumfahrt nicht so richtig ernst nimmt und mir ganz viele Menschen, die viel mehr Ahnung von Luft- und Raumfahrt haben als ich, erzählen, dass man nicht am Strand eine Orbitalrakete mit einem Schweißbrenner zusammenbauen kann, gibt es ja jetzt offensichtlich doch Kunden, die davon überzeugt sind, dass SpaceX das hinkriegt und die wertvolle Nutzlast dieser Kunden zeitnah in den Orbit befördern wird. Und das ist jetzt kein CubeSat-Betreiber aus Hintertupfingen, sondern der größte private Satellitenbetreiber in ganz Asien. Und es geht auch nicht um LEO, also den niedrigen Erdorbit, sondern um GEO, also den geostationären Orbit und damit die Kernkompetenz zum Beispiel von Ariane 5 oder dann bald Ariane 6. Aufmerksame Zuschauer werden jetzt vielleicht anmerken, dass mit dem japanischen Milliardär Yusaku Maezawa und Jared Isaacman und dessen Polaris-Programm schon zahlende Kunden gefunden wurden und auch die NASA ja bereits für das HLS-System SpaceX bezahlt. Trotzdem sollten wir nicht unterschätzen, was es heißt, wenn jetzt langsam auch die kommerziellen Satellitenbetreiber eine Rakete buchen, die technologisch ein Riesenwagnis ist und ganz weit von dem entfernt ist, wie die letzten 60 Jahre Raumfahrt betrieben wurde. Man traut SpaceX einfach zu, dass die das hinbekommen. Und es werden ja mit Sicherheit vorher eine Vielzahl von Starlink-Flügen erfolgen, anhand deren die Kunden ja entscheiden können, ob sie wirklich diese Starship-Wagnis-Rakete fliegen wollen. An dieser Stelle geht ein fetter Shoutout an Benedikt, der mir eines seiner Starship-Renderings für die heutige Folge zum Thumbnail-Erstellen zur Verfügung gestellt hat. Vielen, vielen Dank dafür. Folgt ihm unbedingt bei Twitter, um mehr von seiner Arbeit zu sehen, und wenn euch seine Arbeit gefällt, schreibt ihm das. Aktuell macht in der Community das Gerücht die Runde, dass die Explosion an Booster 7 einem Prozedurfehler geschuldet war, der einen der Gaszünder ausgelöst hat, der dann das gemacht hat, was er soll: Gas zünden. Und ja, die signifikante Menge an zündfähigem Gasgemisch unter dem Booster sorgte dann mit der Zündquelle dann für die ungeplante Explosion, den Feuerball. Nichts Offizielles, aber eine weitere plausible Erklärung für das Event, das ja für einige Verzögerung gesorgt hat. Apropos Verzögerung, hoffentlich keine Verzögerung haben wir bei den Starts der kommenden Woche. Am Montag, den 22. August, startet in China eine Langemarsch 11 mit einer nicht weiter spezifizierten Nutzlast aus Xichang. Der Start der Feststoffrakete ist um 5 Uhr MEST. Auch für den nächsten chinesischen Start kenne ich nicht die Nutzlast. Am Mittwoch, den 24. August, startet um 5 Uhr 5 MEST eine Langemarsch 2D aus Taichung. Die Hypergole Langemarsch 2 ist in der Version 2F das Rückgrat der chinesischen astronautischen Raumfahrt. Ja, ich hoffe, euch gefallen diese Karten, die macht der Hauke, unser Wetterfrosch. Vielen, vielen Dank, Hauke, für diese Karten. Falls es keine Starts für diesen offiziellen Livestream geben wird, sollte noch ein Start reinrutschen, den ich streamen kann, ist es super sinnvoll, wenn du neben dem Abo die Glocke anmachst, damit du mitbekommst, wenn ich live gehe. Aber das Abo ist generell auch keine schlechte Idee, denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche mit den News die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden Hintergrundwissen für dich, wie die beeindruckende Technik hinter Raketenstarts und Raketen funktioniert.
Die aktuelle Folge der letzten Woche ist ein Interview mit dem Chefingenieur für das European Service Modul, das mit dem SLS und Artemis 1 zum Mond fliegt. Linke ich dir hier. Die nächsten 2 Wochen, die werden bei mir voll unter dem Motto Artemis 1 stehen und ich denke, nie war es angebrachter, von unserem Apollo-Moment zu sprechen. Also dem Moment, wenn die Menschheit die nächsten großen Sprünge da draußen unternimmt. Ich kann es kaum erwarten, wenn es dir genauso geht. Like da lassen und ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.